muss sich vorstellen, 1987 war Alice Miller in aller Munde. Sie hatte drei Bücher geschrieben. Alice Miller, die Kindheitsforscherin, die Kinderrechtlerin, die Psychoanalytikerin, Ex-Freudianerin und Bestsellerautorin. Es war mir nicht gegeben, eine gute Mutter zu sein. Die Alice hat nicht ein einziges Mal mich vor dem Vater verteidigt. Sie hat zugeschaut, wie er zugeschlagen hat. Warum wurde der Hass Hitlers so groß und ohne Ende? Weil der Hass galt dem Vater, der das Kind misshandelte. Liebe Mami, deine philosophischen Exkurse über Gurus und Diktatoren, die ihren kindlichen Hass über die Menschheit bringen, sind leeres Geschwafel. Du bist leider genauso geworden wie dein Vater. Sie hat im Prinzip immer mehr mich als den Feind wahrgenommen. Also ich habe erlebt, dass sie Dinge projiziert hat, die mit ihrer früheren Verfolgungserfahrung zu tun hatten. Wie gejagtes Wild, das überleben will. Auf Schritt und Tritt lief man Gefahr, als Jüdin enttarnt und dann an die Gestapo ausgeliefert zu werden. It's like the deep, deep assumption that war did not finish. Lass uns jetzt trennen, wie erwachsene Menschen es tun, wenn sie einsehen, dass es ihnen unmöglich ist, miteinander zu kommunizieren. Deine Mutter.